Denn es kann ja nicht sein, dass Bürger jetzt im Prinzip frieren müssen, damit wir immer mehr Waffen in die Ukraine liefern können. Ich meine, irgendwo muss man ja Vernunft haben. Und ich sag mal auch, der ganze Krieg hätte bei mir vermieden werden sollen, weil ich sag mal, man arbeitet nicht 20 Jahre top zusammen, baut Nord Stream 1 und 2 und werden 20 Milliarden investiert und am Schluss sagt man, das ist der Todfeind. Irgendwas muss da vorher geschehen sein und das hätte man müssen friedlich lösen. Das ist eine andere Frage, ich kann das nicht beurteilen, aber man kann nicht Standing Ovation im Bundestag geben und dann später ist man todfeind. Irgendwas sind wir mit der NATO zu weit nach vorgerückt und so weiter. Also ich muss auch Verständnis für den anderen haben. So